still, ihr Kinder der Götter. Hört meine Geschichte über den Anfang der Zeit. Alles war dunkel. Es gab keinen Sand und es gab kein Meer, keine Erde und keinen Himmel, kein Gras und keinen Wind. Bis das Feuer auf Eis traf im weiten Nichts. Und aus diesem Schrei entstand der Riese Ymir, das erste aller Wesen. Der stolze Ymir, grausam getötet. Doch aus seinen Knochen und seinem Blut und seinem Hirn ward die Welt erschaffen. Die Welt, in der ihr lebt und Kriege führt. Da bist du ja. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed Valhalla. Oder wie ich es nenne, Assassin's Creed Skyrim, weil also das Setting ist halt einfach Skyrim in schön. Wir sind jetzt hier ein kleines Kind. Die Steuerung ist gerade irgendwie seltsam. Na mal gucken. Wahrscheinlich ist das einfach Cinematic-Steuerung. Ist ein Lied für dich. Möge es nicht da. Okay, sie tanzen. Okay, das ist die Steuerung ist gerade seltsam, ich kann gar nicht drehen oder so. Aber bist du ja kleine Dringer. Geh. Hast du unseren König gesehen? Ja, gut. Komm, Ava. Hast du den Reif? Ja. Und nun zu unserem kleinen Plan. Wenn du uns sprechen siehst, sei leise wie eine Maus. Dann überrasche ihn mit dem Geschenk. Du hältst es hin, etwas so. Siehst ihm in die Augen und sagst, König Dürbjörn. Mögen unsere Clans ewig verbunden sein, in Freundschaft und Liebe. Kannst du das für mich tun? Mhm. Gut. Heute Nacht wirst du das Band sein, das unsere Völker eilt. Ich bin so stolz auf dich, Ava. Komm hoch, Olaf. Wieso erinnert mich das Ganze jetzt hier so ein bisschen an die blutige Hochzeit? Also, oh, ich kann tanzen. Okay. Ja, der sieht sehr begeistert aus beim Tanzen. Wow, Hände hoch in die Höhe. Ja gut. Nee, also es ist kein Assassin's Creed, hier wird garantiert gleich ein Massaker stattfinden. Die Hälfte der Leute werden bestimmt aufspringen und den anderen ihren Degen in den Hals rammen. Du hast nichts zu trinken? Na komm, ich bringe dir was. Ich kann nicht. Ich habe ein Geschenk für deinen Vater. Ein schönes Stück. Das muss 2 große Langschiffe wert sein. Gib es her. Ich gebe es ihm. Mein Vater bat mich, Sigurd. Wie du willst. Aber dann bekommst du kein Met. Volkasseder wirkt durch meinen Hammer. Die bieten einem kleinen Kind Met an. Die haben alle so einen leeren Blick beim Tanzen. Haben die keinen Spaß? Na gut. Was sagst du? Wenn du mit dem König sprichst, halte ihn ins Licht, damit er die feinen Details sieht. Siehst du? Ich habe seinen Namen in Runen eingraviert. Zeigst du es ihm? Mhm. Du bist genau wie dein Vater, kleine Kriegerin. Skorn auf dich. Siehst du? Sie stimmt zu. Ah, okay. Ich korrigiere mich. Ich spiele keinen Krieger, ich spiele eine Kriegerin.
Cool, die haben Hühner. Und? Hast du den Reif? Gut, den hat dein Großvater getragen. In einer Schlacht auf dem Nordwegen. Mutter? Ja? Können wir Sigurd unser Steinmännchen von gestern zeigen? Gute Idee. Das machen wir gleich morgen früh. Bei Tagesanbruch. Jetzt geh. Überbring das Geschenk. Tja, die haben anscheinend Spaß beim Feiern. Unsere Clans auf ewig verbunden sein, in Freundschaft und Liebe. Danke, Eivor. Jetzt und für immer gehört mein Schwert dir. Hör zu, wie laut ein König singt. Vom Wellenross mein Lied erklingt. Anderes Massaker als erwartet, aber Massaker. Es wurde verkündet. Der Vorhang ist gelüftet. Nichts ist wahr, ehe es von den Zweigen Yggdrasils gebrochen wurde. Huch. Hey, ich will zu der Tante. Hallo, Tante. Ach, verdammt. Ja, gut. Also, ich soll ja drin bleiben. Was passiert, wenn ich drin bleibe? Aber ich glaube, ich. Ja, ist ja langweilig, drin zu bleiben. Los! Ist das süß! First Blood! Na gut, warte hier.
dir einen Handel vorzuschlagen, Trellhure. Akzeptiere dein Schicksal und stirb als Feigling vor deinen Leuten. Und ich verschone den Rest. Kämpf, Liebster! Hör nicht auf ihn! Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Du hast mein Wort. Nein. Nein, Varin! Nein, Varin! Nimm deine Axt! Nein! Tötet sie alle! Zwei Datenströme, die sich in derselben DNA überlappen. Ich weiß nicht wieso. Behebt das oder hol mich raus. Ich kann die Ströme mit einem Filter aufsplitten. Moment. Okay, hat geklappt. Sicher? Ich weiß nicht, wo das Problem lag, aber ich kann es umgehen. Du musst einen Strom auswählen, damit alles stabil bleibt. Es gibt doch eine dritte Option. Ich kann den Animus deine Identität aufgrund der Signalstärke modulieren lassen. Wie du willst. So. Was auch immer gerade passiert ist, das war ja so vom Regen in die Traufe, wie der Anfang von Guardians of the Galaxy. Wir können jetzt weiblich spielen, männlich oder divers. Nee, die Animus entscheiden lassen. Auch wenn ich gerne weibliche Charaktere spiele, ich werde diesmal wahrscheinlich männlich machen, einfach aus der Tatsache, dass das dann auch cosplaybar ist. Vielleicht kriegt man dann irgendwas hier raus noch, weil irgendwie habe ich Bock drauf. Okay, ich gebe es ein und springe nach vorne zu einem Zeitpunkt, an dem die Ströme synchroner sind. Wie lange verfolgst du mich schon, Wolfsmal? 17 Winter? 18. Verfolge ich dich in deinen Träumen? Wärme ich dir den Schritt? Erinnerst du dich? Die Axt deines Vaters. Die Waffe eines Feiglings. Einer verspotteten Schlange. Nur weniges macht mir mehr Freude, als damit zu töten. Doch ich weiß, du würdest kämpfen bis zum Tod. Für ein glorreiches Ende. Das werde ich nicht erlauben. Du wirst deine letzten Tage als Trell leben, gedemütigt. Dein Tod wird einsam sein. Töte den Rest seines Trupps, lass sie leiden. Eivor Wolfsmal ist nicht mehr. Dieser Name ist für die Welt gestorben. Du bist sicher dein Gewicht in Silber wert. Ha! Auf zum Schiff!
kapiert? Der Wind bläst aus Süden. Wir segeln nach Norden und setzen dann Kurs West. Also, was habe ich dir gerade gesagt? Interessante Vorgeschichte. WASD zu bewegen und Maus zur Kamera. Ja, ich spiele mit Tastatur. Die Mannschaft ist in Gefahr. Ich muss zu ihnen. Ich muss auch gestehen, dass das erste Mal, dass ich Assassin's Creed mit Maus zur Tastatur spiele. Vorher war das immer auf der PlayStation. Ah, ich habe unten Leben. Das regeneriert sich damit. Plündern. Einfach alles looten, was zu looten geht. Ich fühle mich besser. Stärker. Oh, das ist ja cool. Das ist wie in Horizon. Dass man da so Bären sammelt zum Heilen. Was haben wir hier? Nahrung, Proviant ist voll. Odins Sicht. Und du siehst so die Umgebung, alle interaktiven Länder bla zu sehen. Ich bin zu blöd zum Sprechen. Ne, das war die falsche Taste. V wollen wir drücken. Ah. Wieso laufe ich denn automatisch? Okay, wie auch immer. So. Ah, okay. Das ist so wie die Sicht, die man da früher hatte. Ah, das muss man zerbrechen. Oh, da liegt Blut drin. Was haben wir da? Plündern. Ein Silber. Proviant ist voll. Okay. Oh, Pfeile. Pfeile nehme ich mit. Und ja, das ist auch schon voll. Okay, dann machen wir weiter. Schöne Umgebung. Gefällt mir schon mal. Wait. Ich hinterlasse Spuren im Schnee. Wie geil ist das denn? Ja, wie auch immer. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ach, mit Leerzeichen klettern. Ja gut, das war früher mal R1, glaube ich. Da war ein Reh. Also die Navigationsleiste oben erinnert mich schon stark an Skyrim. Ist eigentlich schön. Die passt auch so ein bisschen. Wir sind im Schnee. Ist auch eine schöne Atmosphäre drumherum. Da steht jemand, das sehe ich. Einer von Kirtwies Männern. Ich muss vorsichtig sein. Halten für Odins Sicht. Achso, es würde mir als rot angezeigt. Komm ich runter. Schleichen mit C. Ah, okay, cool. Dieser Ort wird gut bewacht. Mausrad zum Ziel erfassen. Linke Maustaste zum Angreifen. Shift und linke Maustaste schwerer Angriff. Okay. Ich hatte jetzt tatsächlich mit dem Assassination gerechnet, aber ich glaube, das gibt's nicht. Ich habe ja keine Dingens, ne? Keine Klinge. Die hat man ja mal erst später bekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Kann ich irgendwie mein Inventar oder bestimmt mit I? Ha! Inventar. Ich habe gerade eine Rüstung bekommen. Ne, habe ich nicht. Nee. Okay, dann nicht. Ich dachte, ich hatte Rüstung gekriegt.
Geh mal auf Seite. Hier können wir es kaputt machen. Okay. Schauen wir mal. Wir müssen da lang. Grabenperspektive V. Nee, damit. Achso, wahrscheinlich. Ah. Zeig es mir. Oh mein Gott, ich habe einen Vogel. Ich persönlich bin ja immer ein Fan davon, alles Lootbare mitzunehmen, was irgendwo rumliegt. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal dieses Haus. Dort ist unsere Mainquest und dort ist noch was. Wir markieren das da mal. Ha! Klappt sogar mit Mausklick drauf. Okay, das ist cool. Es hat so Skyrim-Feeling. Sorry, das muss ich schon x-mal sagen, es tut mir auch leid. Das ist echt eine schöne Schneelandschaft. Wobei ich persönlich bisher ja immer so ein Assassin's Creed in Städten gespielt habe. Fehlt dir gerade, kann ich hier hochklettern? Ja, geil. Mach's einen auf Edward Elric. Nee, nicht Elric. Cullen, der dann hochspringt. Oh mein Gott. Seht ihr das? Ach, ist ja geil. Richtig tiefe Spuren im Schnee. So, da hoch muss ich. Muss ich wahrscheinlich hier lang. Bloß keine Aufmerksamkeit. Ich wollte gerade sagen. Hier sind Flaggen. Hier sind Menschen. Scheiße. Scheiße. Gut. Gut. Die haben mich von weitem gesehen. Passiert. Halte Q gedrückt, um den Spezialangriff deiner linken Hand auszuführen. Was denn für ein Spezialangriff? Okay, dann machen wir das jetzt anders. So, schleichen wir uns an. Lalalalala. Wo sind hin? Ha, Headshot. Okay, was auch immer. Wie löse ich das jetzt auf? Ah, okay. So, anscheinend. Die liegen beide nebeneinander. Achso. Okay, ich kann die Pfeile wieder rausnehmen. Das ist ja praktisch. Ich wollte aber eigentlich da hoch. Da geht's wahrscheinlich da lang. Ob ich schwimmen kann? Also ich kann mich erinnern, dass Ezio nicht schwimmen konnte. Der Seite will ich hoch, genau. So. Und dann dahin wahrscheinlich. Oder auch nicht. Hochklettern einfach, ne? Nicht lang laufen. Gut, das dann da lang. Dann halt so. Geht das hier hoch? Kann ich auch nicht halten, ne?
kann schwimmen. Das ist gut zu wissen. Ich glaube, ich kriege Kälteschaden. Sah zumindest so aus. Okay, ich habe... Ach komm, jetzt spring doch hoch. Jupp, 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 jupp. Also, das geht nicht. Dann wahrscheinlich hier hoch. Ich will da hoch. Ja, geht doch. So, genau. Komme ich da rüber? Ich glaube nicht. Dann machen wir da lang. Was haben wir hier hinten noch? Kann man da hoch? Nee. Oh, ich dachte gerade, da stand jemand. Okay, kann man einmal drum rumlaufen? Hier war ich ja gerade, ne? Gut, wie komme ich da hoch? Ist halt überall Eis. Ja, hier hoch. Dann einfach hier langlaufen. Ah. Durch trennbare Ketten. Leitern und schwere Gegenstände werden nochmal manchmal für Ketten gehalten mit Odins Sicht. Nee, Odins Sicht war V. Ne, falsche V. Strecke deine Flügel, Sühnen. Ah, okay. Und dann muss ich ja drauf schießen. Das ist fancy. Ha, und da ist eine goldene Truhe. Super, wir haben Kohlebarren. So, das ist die Frage, krieg ich Schaden? Anscheinend kann ich schwimmen, auch wenn das drumherum alles kalt ist. Nö, ich krieg keinen Kälteschaden. Wer weiß, vielleicht erst ab einer bestimmten Menge. Also er jammert auch, dass er friert, aber... So wirklich? So, hier haben wir wieder Sperrgebiet. Das heißt, hier ist aber nichts. Gucken wir mal. Dann müssen wir ja dahinter. Beziehungsweise, wir hatten ja den Raben. Und da ist ja davor noch was, was wir mitnehmen können. Dann nehmen wir das da. Und dann würde ich sagen, sprint mal dorthin. Da ist noch jemand. Freundchen. Ha! Auto-Aim. Nee, nur tragen nichts zum Looten. Schade, schade. Ich habe meinen Pfeil wieder. Praktisch. Oh cool, das sind Tiere. Okay, so viel zu meinem Auto-Aim. Hier war doch noch ein zweiter. Der rennt ganz weit weg. Ärgerlich, ärgerlich. Verdammt. Wen rennt das? Ja! In die Pfeilbahn geschossen. Mal looten. Hirschhuf und Leder. Das, damit lässt sich bestimmt Rüstung craften. Ist noch was? Ja, das war daneben. Ja gut. Ich habe nur noch 4 Pfeile. Ich glaube, die werde ich noch irgendwann brauchen. Jetzt habe ich einen Pfeil wieder. Da habe ich irgendwo ins Nichts geschossen. Sehe ich die Pfeile? Da. Ne, das sind nicht meine, aber es sind Pfeile. Gut. Singendes Eisen. Da findet ein Kampf statt. Neugierig. Dark, du alter Hund. Du lebst. Ja,
hab mich vom Schwertchor weggeschlichen. Was ist mit dir? Kjötvi wollte mich verkaufen. Ein Fehler, den er bereuen wird. Jedoch nicht heute. Ich sah ihn in Öchwaldsnäs auf ein Schiff steigen und gen Osten segeln. Ohne unsere Mannschaft. Noch ist es möglich, unsere Männer zu retten. Ich finde sie. Du machst das Langschiff bereit. Du Rampensau. Du willst die Rettung allein übernehmen, damit es im Siegeslied nur um dich geht, was? Ich könnte auch den Strand stürmen, 2 Dutzend Männer töten, unser Drachenboot nehmen und siegreich die Segel setzen. Wie du willst. Nein, nein, ich nehme den Strand. Das ist der gefährlichere Weg. Such du das Langhaus nach den unseren ab. Oh, und hier. Der Tote wird das wohl nicht mehr brauchen. Geh. Wir sehen uns dann beim Schiff. Saga Rykjafalki gestartet. Schlacht um die Notwege. Ach, Walsnes, wo der Eidbrecher meine Leute gefangen hält. So, was habe ich jetzt bekommen? Orden mit dem Raben. Achso, das habe ich schon gemacht. Ausrufeanläden mit Tab kann ich es öffnen. Ich habe es mit I geöffnet für uns. Achso, da wo das Ausrufezeichen ist, kann ich es machen. Waffen. Es gibt 3 Arten Hauptfelder für Waffen. Jede Waffe ist einzigartig und ermöglicht einen eigenen Kampfstil. Wird angezeigt, wenn ein neuer Ausrüstungsgegenstand aufgenommen wurde. Okay. Haupthand. Waffen, die dir Haupthand ausgerüstet werden, versuchen den Großteil deines Schadens und bestimmen deinen Kampfstil. Für einen etwas defensiveren Ansatz kannst du auch Schilde in der Haupthand ausrüsten. Nebenhand. Du kannst Waffen und Schilde auch in der Nebenhand ausrüsten. Diese haben dann eine unterstützende Wirkung auf deinen Kampfstil. Zweihandwaffen. Beidhändig geführte Waffen belegen beide Waffenfelder. Ach, hätte ich nicht gedacht. Bogen. Neben deiner Nahkampfwaffe ist auch immer ein Bogen für Fernkampfangriffe ausgerüstet. Es gibt 3 Arten von Bögen, die je eigene Pfeile benötigen. Siehe dir die Werte über sich im Inventar an, um mehr Details zu deiner aktuellen Ausstattung zu erfahren. Okay. Wir haben ein Schild gelootet. Dementsprechend Schild. Gut. Was? Eivors Geschichte ändern? Was zur Hölle? Lol. Oh, wow. So, Ausrüstung verbergen, da habe ich nichts, passt. Können wir raus. Yay. Jetzt können wir hier bestimmt irgendwie geil fighten oder sowas. Die Krieger kauchen durch Öchwaldsnäs wie Läuse. Wenn ich durch das Haupttor gehe, falle ich vielleicht auf. Das ist mir durchaus klar. Es heißt ja nicht umsonst Assassin's Creed, wenn man nicht hier durch Dinge gehen kann. Was zur Hölle? Jetzt habe ich zwar ein Schild. Ja, es ist schon gut, aber wie blocke ich? Wie weiche ich aus? Was zur Hölle? Mit H kann ich eine Mahlzeit aufnehmen. Dann halt so. Fernkampf und Nahkampf. Da ist ja noch einer, oder? Headshot. Der Fuck. Okay. Das Langhaus. Meine Mannschaft sollte da drin sein. So viel zu, ich schleiche. Achso, haben die Loot gefallen gelassen. Das ist das Wichtigste. Looten. Ich glaube, die verstecken sich zu gut im hohen Gras. Damn it. Okay. Dann gehen wir einfach ins Haupthaus. Ich würde mich ja gerne heilen. Gibt's hier was zum Heilen? Sie wurde wohl verriegelt. Okay. Da halt, ne? Okay, da sind Feinde. Sollte es eine Öffnung geben. So, da haben wir 4 Silber geplündert. Okay. Haben wir noch mehr? Irgendwie, ich hätte gerne was zu essen, ne? Essen gibt es bei euch nicht, da ist irgendwas auf.
Orangenes. Was ist das da? Das ist im Haus, oder? Puh, wie komme ich da rein? So nicht. Ah, das erklärt's. Truhe plündern. Eisenerz und Leder, aber ich wollte eigentlich was zu essen. Gut, anscheinend haben die in einem Dorf nichts zu essen. Ah, da konnten wir sich einen Bären heilen. Da ist noch ein Gegner. Die haben ein Lagerfeuer und nichts zu essen. Schweinerei. Da ist was zum Looten und da ist noch eine Wache. Nichts, nichts, nichts. Okay. Meintest gerade, dass auf dem Dach was ist? Zum Looten. Aber ich habe meinen Pfeil wieder. So. Da haben wir hier noch ein Haus. Da kann man noch was auslooten. Immer erst plündern, das ist das Wichtigste. Was ist das? Ah. Okay, wenn ich eine Tür von innen kaputt mache, muss ich das Schloss kaputt machen. Okay. Kohlebahn. Hey! Geht doch. Okay. So, aber wir wollen ja in das Haupthaus da rein. Die stehen hinter der Tür. Wir werden wahrscheinlich einfach hochklettern müssen. Okay, das ist cool. Oh, wow. Wait. Was tust du? Da geht's rein. Mit C kann ich runterklettern. Das habe ich vorhin, glaube ich, schon mal gehört. Wenn ich weiter so windest, wird meine Axt deinen Hals verfehlen. So. Und wir beide nicht. Wenn ich schon sterbe, dann soll es schmutzig werden. Da hinten ist jemand. Uff. Ich wollte eigentlich zielen. Wieso bin ich unten? Feigling, binde mich los und gib mir eine Axt in die Hand. Ich schulde dir gar nichts, Rabendreck. Oder deinem Clan von Trell und Bauern. Du, leg die Axt beiseite oder stirb durch meine. Du solltest auf einem Sklavenschiff nach Irland sein, Wolfsmal. Aber wenn du mein erstes Opfer sein möchtest, wird Odin dich sicher freudig empfangen. Du hast gerade dein Leben verwirkt. Ziel erfassen, okay. Ich will nicht. Ah, alt ist ausweichen. Alt, okay. Dann verschon dich. Halt dein Maul und kämpfe! Oh, das ist zu weit weg, mein Freund. Oh, wie viel Leben hat der denn? Das ist der Fuchs. Okay, es scheint der erste Bossfight zu sein. Interessant. Lol. Was zur Hölle? Ausdauer wird verbraucht, wenn du ausweichst oder Angriffe fehlschlägt. Ist sie ganz verbraucht, kannst du nicht mehr ausweichen oder blocken, bis sie wieder voll aufgefüllt ist. Ausdauer füllt sich wieder auf, wenn du leichte Angriffe landest oder eine gewisse Zeit wartest. Okay.
Hab ich den? Scheiße. Uff. Da war die Alt-Taste. What the fuck? Au! Alter, der One-Hitted? Da fuck! Dafür, dass du so viel Leben hattest, ist das echt fies. Ja, da wollte ich gerade mal die stärken Angriffe ausprobieren, hatte ich keine Ausdauermesser ausweichen. Passiert! So, auf ein neues. Weniger, Osmar, dann verschone ich dich. Halt dein Maul und kämpfe! Stirb, du niederer Abschaum! Ja, Ausdauer hatte ich gerade schon. Okay. Ja, zum Glück leuchten deine Augen vorher, bevor ich ausweichen kann. Alter, was ist das One-Hit, ey? Das ist ja... Uff. Nie nieder, Wolfsmal. Dann verschone ich dich. Halt dein Maul und kämpfe! Stirb, du niederer Abschaum! Und Orden! Ja, Ausdauer habe ich gerade gesehen. Achso, ich habe keine Pfeile. Wow. Au! Ey, was soll denn das? Ich wollte... Ha? Okay. Okay, jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Geht doch. Buja. Dieser Mic Drop oder Hammer Drop in dem Fall am Ende. Dass sie bis zum bitteren Ende festhalten soll. Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Nein. Nimm deine Axt! Nein, Varin! Tötet sie alle! Nein, Varin! Nein! Ist das Odin?
uns los. Was? Oh, ja, natürlich. Juhu, wir haben Inventar bekommen. Gefangene befreien. Ich würde sagen, das war eigentlich eines ersten Bosskampfes würdig für das Ende der ersten Episode. Deswegen würde ich sagen, wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Ansonsten schreibt mal in die Kommentare, wie ich jetzt weiter vorfahren soll. Ich habe bis jetzt immer so gemacht, dass ich alle Nebenquests mache. Was auch der Grund ist, warum ich immer ewig brauche oder nie mit einem Assassin's Creed fertig werde. Oder soll ich mich lieber einfach auf die Hauptstory versteifen, damit ihr wenigstens was zu sehen habt. In diesem Sinne, ciao, bis bald.